So, Hallöchen, Wiegfried. Wie geht's dir denn heute? Willst du weitermachen? Echt? Finde ich cool. Dann schauen wir mal, ob wir dich durch die Dry Season bekommen. Fände ich echt nicht schlecht. Ja, heute geht's weiter mit Shipwrecked. Und, ja, mal sehen, wie lange Wiegfried noch überlebt. Ob sie bis der geplanten Uhrzeit 21.30 Uhr noch überlebt. Davon ist dann auch abhängig, ob ich nächste Woche noch weiter Shipwrecked streame oder nicht. Denn ich habe mir gedacht, nach der Wiegfried ist dann doch langsam mal Schluss. Ich habe alle Seasons dann gesehen. Gut, die Dry Season hat erst angefangen. Da gibt es noch ein paar Tücken, die uns noch nicht begegnet sind. Aber sollte sie sie überleben, schauen wir mal mit unserem Schirmchen hier, mit dem wir uns gerade versuchen, vor der Hitze zu schützen. Schauen wir mal. Ich überlege auf jeden Fall dann doch mal wieder aufzuhören, damit die Blonen hat da einer fallen lassen. Den nehmen wir doch mal mit. Vielleicht findet sich ja... Wow, ich glaube, irgendwo ist ein Ei eingeschlagen. Solange sie nicht hier einschlagen, ist mir das recht. Ja, ich weiß, es ist warm. Ist ja auch die Hitzesaison. Aber solange du mir nicht aus dem Laschen kippst, ist gut. Vielleicht sollten wir doch irgendwann auch mal auf See fahren. Und mal da schauen, wie wir das geregelt bekommen. Lebensmitteltechnisch sind wir ja gut ausgestattet. Leider wird es jetzt gleich wieder dunkel. Deswegen rentiert es sich gar nicht, jetzt groß was zu machen. Wo habe ich mein Schiffchen stehen lassen, wenn ich das nicht im Kopf habe? Ja. Da oben. Ich habe schon überall Seegras gesehen. Ich könnte damit dann... Ich habe noch ein paar... Guckt... Ah, ne, mit den Guckt hat es ja nicht funktioniert. Aber ich habe überlegt, mal ein bisschen vielleicht auf See zu fahren. Und nochmal zu schauen, wie das denn jetzt da... läuft. Mit Abkühlung, mit ein bisschen Wasser oder so, keine Ahnung. Eigentlich wollte ich mal wieder Bäume hacken, aber der Madame wird es immer so heiß. Da sind schon die Schlangen unterwegs. Solange sie da oben bleiben, ist mir das egal. Ich will nicht zu nah am Feuer bleiben, weil der guten Dame wird es ja sonst zu heiß. Aber wir können... Yes, das ist möglich. Ah, nachts scheint es nicht ganz so heiß zu sein, dass sie sich beschwert. Wow! Ich glaube, da ist gerade ziemlich nah bei uns ein Drachenei runtergegangen. Und den habe ich schon gehört. Oder war das der Vulkan? Hey, ich habe ja schon Gesellschaft im Chat. Dabei habe ich gerade erst angefangen. Hallöchen. Ja, der Greif ist auch wieder da. Und endlich mal jemand, der auf Deutsch Don't Starve streamt. Wie, da spielt kein deutscher Streamer? Warum nicht? Der spielt mal voll Spaß. Ich habe sogar das Together, aber mein alter PC macht das wahrscheinlich nicht so gut mit. Ich nutze mal den frühen Tag aus, bevor es zu heiß wird. Und räume hier ein bisschen auf. So. Auch schon irgendwie ein bisschen Feuer für Licht nachts. Ja, ich könnte das Verrottete da unten auch mitnehmen, aber das bringt mir auch nicht so viel. Irgendwo hier in der Nähe ist was Großes, hat es gerumpelt. Berries da so gern mal mitnehmen. Ja, egal, Platz. Ich glaube, ich mache mal die Schaufel kaputt erstmal. Kann ja später eine neue machen. Ah, ich glaube, sie geht mir nicht kaputt.
Oh, jetzt geht das wieder los. Stell uns in den Schatten. Was? Das wird gar nicht so groß gestreamt? Tja. Muss ich immer öfter mal bei mir vorbeischauen. Wobei ich noch nicht weiß, wie lange ich das noch streamen werde. Hängt davon ab, ob ich mit Wiegfried heute sterbe oder nicht. Ich habe meine alten Sitzungen auf YouTube, wenn du da mal reinschauen willst. Uiuiuiuiuiui. Ah, okay. Es sind diese Eier. Hui. Gefährlich, gefährlich. Oh. Haha. Da hat die Schlange doof geguckt. Uiuiuiuiui. Da fällt eins. Ja, ja, verreck du nur. Ich muss aufpassen, dass die Dinger nicht mich erschlagen. Hui. Jetzt wird es aber verdammt heiß hier. Aber die haben ja hoffentlich... Ja, das scheint vorbei zu sein. Dann kann ich mich hier in den Schatten stellen. Hoffe ich. Oder auch nicht. Ja, wähl die Asche ruhig weg. Ich brauche die nicht. Nein, das hat mein Kochtopf zerhauen. Oh, ich dachte, ich wäre rechtzeitig weggegangen. Dem ich gesehen habe, wo die überall einschlagen. Nein, das war nicht rechtzeitig genug. Ich muss mir einen neuen Kochtopf machen, na super. Oh. Ah, wow, wow, wow. Es wird mir zu heiß in der Sonne. Da ist doch die Sonne gerade verdeckt durch die ganze Asche. Reign of Giants, wenn, dann eher im Together mit anderen zusammen. Das ist ja dieser andere DLC. Aber da ich den halt aus meinem Solo-Game, das ich so off-stream angefangen habe und halt aus dem Don't Starve Together das schon recht gut kenne, habe ich das eigentlich nie auf den Stream geschmissen. Da dachte ich, ach, das kennt dann sowieso schon jeder. Ich fand deswegen Shipwrecked eigentlich interessanter. Oh... Es ist warm. Und sie wird ganz schön schnell hungrig. Eigentlich müsstest du durstig werden, Madame, aber Durstpegel gibt's hier nicht. Ja, ich habe mir das auch damals halt im Paket gekauft. Dieses Paket mit allen DLCs. Ich merke gerade, mein Mikrofon ist ein bisschen zu weit unten. Komm mal ein bisschen näher zu mir, sonst muss ich mich so bücken. Kriege ich Schabuckel schon mit 32 hier. Ach Gott, mein Kochtopf ist kaputt. Schnuff! Oh, da hinten schläft so eine giftige. Ich habe irgendwie nicht das Bedürfnis, euch zu töten. Aber ich glaube, da hinten war doch... Habe ich Platz für Stein? Oh, da ist ja Kohle liegen geblieben. Lauf mir nicht davon, ich brauche dich für einen neuen Kochtopf. Da liegt auch Kohle. Kann man nicht sich mal hier die Füße ein bisschen nass machen? Nein? Nee. Das kann ich nicht mitnehmen. Snake Oil. Oh, da liegt ein Ei. Ich habe keinen Platz dafür. Verdammt. Oh, das ist eine Menge Kohle. Sehr gut, dann brauche ich nichts abfackeln. Da brauche ich nichts abfackeln. Aber ich muss mal irgendwo kurz was... Oh, da ist einer. Da ist einer aus dem Ei geschlüpft. Da ist das Ei nicht kaputt gegangen. Dummerweise wird es gleich Nacht. Sonst würde ich dem mal ordentlich den... Ja, ich habe nicht mehr viel Haltbarkeit auf meiner Rüstung. Das ist irgendwie dürf. Naja. Steine verbrennen nicht, vergammeln nicht, verschwinden nicht. Kann ich mal kurz da liegen lassen. Wo ist denn da hingewackelt? Keine Ahnung, wo der hin ist. Ich werde mal die Kohle einsammeln.
Die Eier lasse ich einen Moment noch liegen und mache mal ganz fix einen neuen Kochtopf. 3, 4. Da liegen Nummer 5 und Nummer 6. 6 Stück brauche ich. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, ist gut, kleines Drachi. Och. Der arme Schmetterling, der hat ja nichts getan. Was bist du für ein aggressives kleines Ding? So. So, Cutstone. Da will ich aber echt nochmal nachgucken, wie viel. Erstmal Licht. Na toll, die folgt jetzt natürlich dem Schmetterling, ne? Ein Cutstone noch. Oh, ja, leg dich mit dem da unten an. Ist okay. Mit dem Salamander-Drachen-Ding da, was auch immer das ist. Ich brauche jetzt erstmal einen neuen Kochtopf. Ah, was ist? Stirb. Störe ich nicht. Blödes Ding. Ja, das Together habe ich auch schon ein paar Mal mit anderen zusammengespielt. Ich glaube, ich verbaue erstmal die. Das geht schneller. Ich weiß, die Pilze vergammeln vorher, aber... Brauche ich eigentlich die 2% Axt nicht? Kann ich die... Nein, schade. Da ist doch ein Holzstiel dran. Brauche ich die mit 2% nicht aufheben? So, jetzt kann ich wieder rumgehen. Aber ich befürchte, ich werde mir erst vorsichtshalber noch einen neuen davon ins Gepäck packen. Weil ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, nur mit dem Footballhelm. Wo ist denn der Kollege hin? Ich. Gott, oh Gott, der hat sich ja echt voll hier mit den Schlangen geprügelt. Meine Güte. Oder habt ihr den jetzt getötet? Nee, den haben sie nicht getötet. Ich dachte so in Gemeinschaftsarbeit. Ey, du. Das war alles. Was für ein Dusche. Alles klar. Ich hatte mehr erwartet. Also wirklich, das war ja wohl ein Witz. Hat der? Nee, das war meine. Ihr wird's heiß. Ja, du darfst gleich dich im Schatten ausruhen. Waren hier nicht eben noch? Ja, ich hab sie doch gesehen. Ich hab sie doch gesehen, da. Die Blonen. Platz schaffen wir im Inventar, so. Mein Speer hält noch ein bisschen, deswegen mache ich noch keinen Poison Speer. Aber die Option hatte ich damit, genau. Essen brauche ich sie nicht, ich brauche kein Gegengift. Hier war noch der eine Bärenbusch. Nee, das war gar nicht der, das war ein anderer. Moment. Hier war doch irgendwo noch einer. Oder werde ich gerade gaga? Ah, es kann natürlich auch sein, dass ich jetzt denke, der war woanders. All diese blöden Dinger, die mir doch hier ein bisschen was zerstört haben. Ja, guten Appetit. Jetzt geht's ihm besser. Ja, man kommt doch ganz gut von A nach B. Und hier habe ich kein Shelter mehr. Ja, jetzt gedulde dich einen Moment, bis ich das im Kochtopf angesetzt habe. Dann kannst du wieder in den Schatten. Bitteschön. Gott, ist die pingelig.
ob ich einen Lieblingscharakter habe. Nachdem ich hier jetzt bei Shipwreck ein paar ausprobiert habe, schwanke ich zwischen Wally, dem Koch, und der Wiegfried hier irgendwie. Der Wally war halt toll, weil, ja, der kann in seiner Tasche sein Essen kühlen und hat halt immer einen Kochtopf dabei, den er nicht extra zurechtbasteln muss. Und sie ist voll so die Kämpferin. Und die haben halt beide so ihre Essgewohnheiten, mit denen man muss man erstmal versuchen klarzukommen, ne? Der Wally hat ja auch ziemlich lange überlebt, hatte dann aber zum Schluss leider ein Sanity-Problem bei mir. Ja, Wally, der Koch, der ist halt nur im Shipwreck-DLC freizuschalten. Halt über diese Todes-XP, wenn du ein bisschen gespielt hast, und dann kriegst du ja die XP, wenn du je nachdem, wie viele Tage du überlebt hast, und da kannst du den dann halt freischalten. Und so ist der mir zugelaufen quasi. Aber ist eigentlich ganz nett. Aber der isst halt nicht gern dieselbe Sachen hintereinander. Über 2 oder 3 Tage lang. Da kriegt er dann im... Oh nein, es kommen die nächsten. Der isst nicht gern dieselben Sachen hintereinander und hält generell auch nicht ganz so viel aus. Isst du auch Schmetterlinge? Nö. Es ist doch ein Tier. Beschwer dich nicht. Nein, Butterfly Wings sind ihr nicht tierisch genug. Na gut. Werden wir damit halt dann kochen. Die beiden Eier hätte ich dann. Oder 3 Eier waren es, die hier rumliegen. Die nehme ich mir als nächstes dann mal mit. 1, 2. Hier lagen, glaube ich, noch 3. Ja. Der Baum ist angekokelt. Ja, krabbelt wieder rum. Ist mir egal. Da töten sie den nächsten Schmetterling. Jetzt lass doch mal die Schmetterlinge in Ruhe, Mann. Hey! Lass die Schmetterlinge in Ruhe. Blümchenverbreiter. Ich habe auf jeden Fall alle freigespielt, die man durch XP freispielen kann. Es gibt noch Charaktere, die muss man auf besondere Art und Weise in den Spielen irgendwie freischalten. Aber durch XP bekomme ich irgendwie gerade keinen mehr freigeschaltet. Also zumindest im Shipwreck nicht. Wenn ich jetzt allerdings Reign of Giants spielen würde, da fehlen mir noch, glaube ich, welche. Wenn ich mich nicht irre. Ja, ich meine, da fehlen noch welche. Und dann halt eben solche Spezialquest-Geschichten. Wenn sie die Dry Season überlebt, kann ich mit ihr ja mal auf der Karte weiter rumfahren. Ja, Maxwell und Wes, genau. Die habe ich beide noch nicht. Die habe ich noch nicht freigeschaltet. Hüpp. Machen wir erstmal wieder Licht. Ja, da kommen sie schon wieder. Das ist nicht dein Ernst. Jetzt hat die mich hier gesehen. Na, dann interessiert sie sich doch nicht. Auch gut. Dann geh halt fort. Ja, ist okay. Ach, den Webber, den gab es auch noch. Ja, wie war das? Der hat eine Spinne als Kopf. Wird deswegen von den Spinnen nicht angegriffen, aber dafür mögen ihn die Schweinemenschen nicht. Oh, es ist Vollmond. Kann ich ja bei Nacht, wo es nicht so heiß ist. Ach, die Nacht. Ich habe sie kürzer gestellt. Egal.
Kann ich mal kurz an mein Schiffchen und noch gucken, ob ich ein paar Sachen abladen kann? Schiffchen! Da bist du, braves Schiffchen. Inspekt. Irgendwas, was ich halt nicht so viel brauche, das da zum Beispiel. Ja, ich höre dich schon da drüben. Bei euch will ich auch noch Randale machen, aber das Problem ist, der Dame wird es gerade am Busch schon zu heiß. Hier den ganzen Tag. Schnell weg. Ich habe genug zu essen. Die braucht eigentlich nicht noch mehr zu essen. Ah, da geht's schon wieder los. Da rumpelt's. Ein paar Sachen mal einsammeln. Irgendwas, was mich... Die würde mich auch noch irgendwie erfrischen. Die ist eher was bei Regenwetter, aber Regenwetter habe ich ja abgeschaltet. Oh nein, wo sind die Eier? Mir fällt gerade was ein. Ich hatte mir doch Eier aufgehoben. Uah. Oh nein, die hat das Viech da bestimmt gegessen. Ei, 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 ei. So. Heiß. Schatten. Ah, Schatten. Jetzt geht's ja besser. Wow. Was hat dir das jetzt gebracht? Vielleicht ist es eine tolle Zutat für irgendwas. Oh, es ist heiß, es ist heiß. Da ist eine Schlange, die ist mir egal. Dry Season geht vorbei. Oje, oje. Ja, sie verliert Lebenspunkte gerade. Das ist nicht gut. Sie hat zwar verdammt viele Lebenspunkte, aber es ist nicht gut, wenn sie die verliert. Wie können die nass sein? Wovon können die bitte nass sein? Da lag doch keiner zu nah am Wasser. Hier, hau dir ein paar nasse Steine auf den Kopf. Nein? Okay. Schade, ich dachte, damit können wir sie jetzt ein bisschen abkühlen. Ja, da kommen sie wieder. Ich warte schon die ganze Zeit darauf, dass die wieder irgendwo einschlagen wollen. Dass ich wieder wegrennen kann darüber. Wo sie eh schon alles Mögliche demoliert haben, aber... sie wollen doch nicht so. Ihr warnt mich, ja? Ihr warnt mich, wenn die Dinger wieder einschlagen? Nein? Dann halt nicht. Weiterfahren macht auf jeden Fall keinen Sinn, solange das so heiß ist. Ich hätte außerdem gern hier noch ein bisschen... nochmal von dem Ried mitgenommen. Ehrlich gesagt... Auf der anderen Seite, was mache ich mit dem Riedgras? Haha. Ich habe mich ja dann doch nicht dafür entschieden, mir die Pfeile zu machen. Hey, mach den Tab auf. Blödes Ding. Hallo Schmetterling. Danke. Das hat jetzt fast das zunichte gemacht, was ich gerade hier. Das ist echt zu heiß. Ich sollte vielleicht mal ein paar mehr Maschinen bauen. Ja, okay, der bringt mir nichts. Der bringt mir eh nichts, weil es eh nicht regnen wird. Den brauche ich nicht, weil ich habe die Hurricane Season abgeschaltet. vielleicht sollte die doch auch mal in den Magic Top gucken. Jetzt, da sind sie wieder.
Ich hoffe, die haben nicht wieder meinen Kopf getroffen. Oh, haben die da rum? Uiuiui, die roden hier aber ganz schön. So. Bitte nicht so nah an meiner Basis einschlagen. Ich gehe deswegen extra hier rüber. Einer ist ins Wasser gefallen. Die Schlange brennt. Tut weh, gell? Ist eins von den Dingern heil geblieben? Ich glaube nicht. Ne, die haben alle Krater hinterlassen. Ja, ich hoffe, ich war diesmal schnell genug weit weg. Och, Spiel. Danke. Ja, es steht noch alles, Gott sei Dank. Es steht noch alles. Aha. Aha, aha. Komm raus da. Hey. Ich hab doch gerade gesehen, wie du da kurz rausgeschielt hast, du Feigling. Komm und stell dich. Oh, da ist noch ein zweites Heilige geblieben. Ja, es fängt an zu verderben. Ich glaube, die esse ich mal schnell auf. Es gibt wenigstens ein bisschen hier. So. Weil mir sind die Pilze da gleich weg. Es sind ja jetzt auch überall Eier. Auf Eier. Ah, erst die Pilze. Weg. Ja, es wird dunkel. Ich weiß. Dann schlüpfen die jetzt vielleicht auch gleich da oben. Wäre nicht schlecht. Wenn die sich dann mit den Schlängelchen berühren. Wo ist der Magic Tab? Da ist der Magic Tab. Mal so kurz reinspicken. Haare. Oh. Barthaare kriege ich nicht von ihr. Panflöte. Ich habe aber noch keine Mandragoras gesehen. Was kann ich mit Riedgras alles anfangen? Nichts Gescheites an der Science. Wie sieht's hier aus? Nichts Besonderes. Ich bräuchte von irgendwoher Bata. Ein eigener Piratenhut. Ja, schön. Bringt mir alles nichts. Eisflingomatik kann ich auch nicht machen. Ohne Eis. Ja. Bringt mir alles nichts. Schade. Das kann man noch mitnehmen. Ah, die Kohle eigentlich nicht. Die lassen wir mal kurz hier liegen. Ich will die Eier mitnehmen. Eier. Die Schlangen essen die nicht, nein. Gut. Nee, es muss dieser komische kleine Drache gewesen sein, der die vorhin gegessen hat. Naja, der ist schon. Bringt nicht viel. Waren da nicht noch mehr Eier? Die Sachen verrotten mir langsam. Ja, das fängt auch schon an zu rotten, ne? Zumindest kriegen wir deine HP damit nochmal hoch. Oh. Da kündigen sich schon die nächsten an.
Moment. Es ist doch viel zu heiß für dich. Aber gut. Ah. Sie beschwert sich lieber, wie heiß die Sonne ist, anstatt sich eine neue Axt zu machen. Damit die Pilze zu zerhauen. Komm schon, hau ihn um. So, dann kannst du auch wieder in den Schatten. Sanity Drop. Ich glaube, die ist doch gar nicht so schwer zu spielen. Wenn man erstmal das mit dem Fleisch hinbekommen hat. Meine Axt ist nass. Slippery. Warum ist die slippery? Hä? Hm. Ich dachte, ich hätte noch mehr Eier gesehen. Da ist der. Der ist jetzt geschlüpft. Ah, es waren aber zwei Eier. Ich habe zwei Eier gesehen. Beide da oben in der Gegend. Um den kümmere ich mich gleich. Ich trinke immer noch mal einen Schluck und warte mal die Zeit ab. Hm. Während das läuft, kann ich mal kurz... Ich habe im Hintergrund nämlich noch ein Browser-Game laufen, wo ich ein bisschen vorankommen will. Dass ich da mal kurz reinschaue. Ich komme aktuell nämlich nicht ganz so dazu, deswegen lasse ich das im Hintergrund gerade laufen. Gut, wir warten ja eh darauf, dass gerade mal die Zeit verstreicht. So. Wo steht denn mein Fuzzi? Da steht mein Fuzzi. Als nächstes geht er dahin. Da ist der andere. Der verkokelt sich die... Der rostet sich die Saat. Alles klar. Schmeckt ihm besser, wenn es gegrillt ist wahrscheinlich. Was hat denn der Firefox heute den ganzen Tag? Das ist ja zum Kotzen. Ist der bei euch heute auch so lahm? An irgendwas schaukelt er sich seit gestern bei mir ständig so hoch. Entschuldige das Plätzigrie, fühle dich nicht wie Wiegfried. Tut mir leid. Da ist er. Vorsichtshalber mal ein Stück beiseite gehen. Gut, dass ich zwei Bildschirme habe. Da sehe ich dann auch immer, was auf dem anderen Bildschirm mit dem Spiel passiert. Beziehungsweise, wenn ich euch im Chat sehen kann. Das muss mein nächster PC auf jeden Fall, die Grafikkarte auch können. Auch nicht schon wieder. Die kommen jetzt aber ganz schön häufig. Ich hoffe, der fackelt keine gebauten Sachen ab. Ihr benutzt zum Großteil kein Firefox mehr. Okay. Ich mag halt den Internet Explorer nicht. Der Halliger. Ein blödes Drecksviech. Der hat doch tatsächlich das... Toll! Ich hatte nur noch das eine Doodad. Oh, Freund, das gibt Rache. Wo bist du?
gehe dich gleich jagen, mein Freund. Dich gibt Ärger. Aber sowas von. Geht euch mal mit dem kleinen Drachen da prügeln. Ja, mir gehen die Zutaten aus. Ich müsste ja eigentlich nur mal da oben im Sumpf vorbeischauen, aber das geht die ganze Zeit nicht, weil es so heiß ist. Ein neues Dudet. Toll, jetzt habe ich die Dublonen oben abgelegt. Papagei, das ist eine sehr schlechte Idee. Dann mache ich nämlich den da. Wenn du da dich einfach hinsetzt. Da bin ich gnadenlos, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Auf, komm schon, Nacht, geh vorbei. Danke. Da oben hat er geschlafen. So. Er hat ein bisschen mehr ausgehalten, weil der sich noch nicht mit den Schlangen geprügelt hatte. Anders als der andere. Oh, mein Zweigevorrat geht ja zur Neige. Da muss ich aufpassen. Wo ist der andere? Es waren zwei. Wo ist der Frechdachs? Ah, ich hoffe, der ist nicht in den Sumpf gerannt, weil er einen Fisch gerochen hat. Du bist mir egal. Ich suche den anderen Drachen-Ding da. Ah, ne, das sind Samen. Die wollte ich nicht. Ich hatte gedacht, der hat den Blumen fallen lassen. Den kann ich brauchen. Hä? Wo ist der hin? Bin ich blöd? Es waren zwei. Hä? Ja, einen Moment. Bis ich auf Cook geklickt habe, kannst du noch warten. Wo ist der? Ja, da kommen sie. Ah! Was war mein Helm? Okay, mein Helm ist kaputt. Verdammt. Ja, fallt ins Wasser, das stört ihr mich nicht. Vor allem saufen sie dann ab. Oh, die Blume. Uiuiui. Der arme Baum. Ja, langsam ist gut. Plötsch, plötsch. Plötsch. Kann das mehr als das letzte Mal? Kann das sein? Hm. Ja, damit auch nicht. Kann man die Eier nicht sonst noch irgendwie zerstören? Hm. Ich muss mir einen neuen Helm machen. Mein Helm ist kaputt! Was war gemein? Oh, scheiße. Scheiße, scheiße. Mädel, sag doch was. Wow, das hat ihr aber jetzt... Ich habe einen Moment nicht aufgepasst. Einen Moment! Warum sagt ihr nichts? Das müssen wir erst wieder hochheilen. Ich brauche einen neuen Helm.
Das war böse. Das war ganz böse. Wir wandern mal hier von Baumschatten zu Baumschatten. Oh, schon wieder. Okay. Die verkohlten Bäume, die bringen mir leider, glaube ich, nichts mehr. Zwei Meatballs habe ich noch. Ich habe eine Menge Monster Meat. Was allerdings keine so gute Idee ist, weil sie zu viel Sanity dann verliert. Da liegt ein Kuckt-Monster-Meat rum. Inspekt. Ja, ist gut. Ich hätte gerne das da. Danke. Ah, den lassen wir jetzt mal hier, der nervt. Ja, Fischi ist okay. Ich würde mir ja gerne mal Fische von dir klauen da oben, aber das geht nicht, wenn es so heiß ist. Zumindest nicht bei Tag. Wie wär's noch mal mit einem Vollmond? Nee, ich glaube, noch einen Vollmond kriegen wir nicht. Mir fällt gerade auf, ich habe noch 4 Goldstücke. Oh. Ich kann das eine Doodad ersetzen. Kann mir eine neue Science Machine bauen. Ich bin so blind. Feuerholz habe ich jetzt echt genug. Aha. Aha. Fackelst hier alles ab? Das sind meine Schattenbäume. Du hast meine Schattenbäume getötet. Du Schwein. Ich brauche nur noch ein paar Bäume für Schatten. Den Schirm kann ich ja nämlich echt in die Tonne treten. Bitte Nacht. Ach, thank you. Dann wird der Dame nämlich nicht mehr so heiß. Oder doch? Ah, ich kann keine Monster-Lasagne machen. Das ist keine gute Idee. Mist. Einmal Seil brauche ich. Das habe ich gleich. Solange ich nicht ständig irgendwie Seile brauche, geht das. So, neuer Helm. Jetzt haben wir auch wieder Platz. So, ein neues Dude. Das war, glaube ich. Nee, nicht du. Noch ein Cutstone. Genau. Ich höre irgendwas da knirschen. Aber das gefällt mir nicht. Wie viele Bretter sind rausgekommen? Eines. Die zwei tauschen mal die Plätze. Okay. Eine neue Maschine. Jetzt habe ich gerade schon wieder vergessen. Wie viel waren das? Ach, 4. Genau. 4 Bretter. 1, 2. Schon wieder. Stehen wir? Stehen wir. Ah, sie macht mir doch Sorgen gerade. Ein bisschen Sorgen.
Ich kann leider keine Blümchen mit ihr essen, weil sie sagt, das gehört sich nicht für einen Krieger. Blümchen zu essen. Also Schmetterlinge töten. Natürlich auch blöd. Ich will keine Schmetterlinge töten. Na, auf der anderen Seite hätte ich da wieder ein paar Zutaten. Also. Ah, heiß. Ich will nicht die Blume, sondern den Schmetterling. Nein, das bringt nichts. Der flattert zu sehr. Wenn er auf einer Evil Flower sitzt, dann bringt mir das auch nichts. Ja, so ein Schatten, Baumschatten ist ganz angenehm bei dem Heißen. Bei heute war ja eher so ein Pisswetter. So wie das aussieht, kommt bald wieder Regen. Für die Bird Trap brauchte ich Zweige. Ja, das ist keine gute Idee. Echt nicht. Bisschen Verschwendung. Aha. Wehe, du haust meine frisch gebaute Eike. Wie? Boah. Blödes Mistviech. Nehmen wir den Sanity Drop, ja. Oh, und Lebenspunkte. Ups. Ich brauche noch irgendwas zu essen. Oh nee. Stirb. Aber danke für die Schmetterlinge. Den kann ich dann gleich kochen in der Nacht. Ach ja, stimmt. Da sind drei da unten, glaube ich, heile geblieben. Zwei oder drei. Die sind jetzt natürlich geschluckt. Kann aber gerade nicht viel weitermachen. Ich kann mit ihr jetzt auch nicht unbedingt Monster-Lasagne essen. Das ist auch nicht so gut. Bäume zerhacken, damit Eier runterfallen, geht auch nicht. Also ich hoffe mal, dass sich so ein paar Schlangen hier gleich führen. Ah, nicht schon wieder. Wow, ganz knapp. Moment, höre ich Hunde? Inmitten dem Ding? Es langt. Es ist genug. Da fällt eins. Und leider war das zu heiß. Sie hat es nicht überlebt bis 21.30 Uhr. Das heißt Ende mit Shipwrecked. Ach Mann. Oh. Okay, die Dry Season war jetzt echt. Ich mache keinen Retry, weil dann habe ich nämlich wieder nur die zwei Seasons. Wow. Aber ja, wie man sieht, ich habe nichts mehr zum Freischalten. Mods habe ich keine installiert. Oh, wäre aber vielleicht schon mal eine Idee. Hm. Da gab es ein paar Mods, da will ich mich aber ein bisschen genauer mal umschauen. Schauen wir mal in meine Morgue.
Ja, meine ganzen Wilsons. Ups. Meine ganzen Wilsons. Hier die Survival, das ist mein Solo-Game. Ja, Hunde, ich bin schon verhungert. Diese blöde Eiplant. Mit dem habe ich nicht lange überlebt. Lebt in Shipwreck, der ist aber auch echt kein Charakter dafür. Wirklich. Wilson Cause of Death Wilson. Wie hat er sich selber getötet? Hä? Also das ist mir jetzt ein Rätsel. Ja, ein Tree Guard ist mir mal begegnet. Ich bin im Winter erfroren. Hunde haben mich gekillt. Crawling Horror. Ah ja, da war meine Sanity ganz unten. Hier der Wally, der ist mir am Schluss verhungert. Der arme Kerl, aber 51 Tage hat er geschafft. Ja. Ich konnte seine Sanity halbwegs oben halten, aber am Essen hat es dann gemangelt. Ich hatte die Wahl zwischen Schlafmatte benutzen, um seine Sanity oben zu halten, damit ihn ständig hungrig zu machen, oder ständig angegriffen zu werden von den Schatten, weil er so wenig Sanity hatte, aber dafür nicht zu hungern. Tja. Ach ja, der Silneido. Das war's jetzt gerade, ja? Shenanigans. Ich gerade gekillt. Diese Eierdinger. Das sind Giftschlangen. Danach habe ich das Gift abgestellt. Weil mich das genervt hat. Und den Silenado abgestellt. Ja, ich bin auch schon am Pengels gestorben. Weil ich mich verschätzt habe mit ihrer Gruppenattacke. Dunkelheit. Ah, stimmt. Mir ist meine Spider Queen begegnet. Der arme Wilson. Und die Clockwork-Viecher. Uah. Also das hier ist gerade mein Tod, der am längsten gedauert hat. Und das ist eigentlich alles dasselbe Wilson hier. Weil ich getrickst habe. Mit dem Herren. Ich habe einfach in dem Moment, wo er halt umfällt. Und seine Sachen dann da durch die Gegend fliegen, einfach ganz schnell das Spiel ausgemacht. Wenn man das rechtzeitig macht, bevor das Spiel den Tod speichert und einem dann die ganze XP da an den Kopf schmeißt, wie viele Tage man überlebt hat, was man freigeschaltet hat, hat es noch funktioniert, dass man bei dem zuletzt angelegten Safe weiterspielen konnte und den Tod dann vermeiden konnte. Ich glaube, das klappt aber jetzt. Entweder haben sie das umprogrammiert oder es klappt allgemein nicht mehr, weil ich so viele Sachen freigeschaltet habe. Und deswegen diese Sache mit den XP und das alles nicht mehr kommt, wo ja eigentlich erst danach gespeichert wird. Ja, ich traue mich deswegen auch mein Solo-Game nicht mehr weiterzuspielen, weil ich will eigentlich die Karte nicht aufgeben. Meine Basis sieht so toll aus. Kann ich euch ja eigentlich mal zeigen, jetzt wo mir die Weakfried ja sowieso abgenippelt ist. Schade eigentlich. Aber das heißt dann wohl, dass ich jetzt dann mit Shipwrecked aufhören werde. Jetzt habe ich aber Stream eingetragen bis 21 Dingens. Ach, hier sind wir gerade unterwegs, genau. Das ist meine Solo-Karte. Aber ich habe immer noch nicht alles von der Karte gesehen. Glaube ich zumindest. Da oben, da ist das Clockwork-Gebiet. Da weiß ich schon, dass die da unterwegs sind. Da ist ein Tallbird. Da sind noch ein paar Spinnennester, die ich noch platt machen wollte. Wurmlöcher. Hier sind noch jede Menge unentdeckte Sachen. Ich weiß nicht, ob es nach diesem zusammenhängenden Stück hier noch mehr gibt. Oder ob das alles ist. Aber zum Großteil habe ich hier schon gewütet. Da habe ich ein Schweinedorf entdeckt.
Zwischendurch habe ich mir so eine Mini-Basis gebaut, wo ich mal immer übernachten kann mit Campfire und allem. Kochtopf, Kisten. Ah, das ist der Sumpf. Genau. Riedgras. Hin und wieder auch ein paar Bärenbüsche, dass ich zwischendurch was zu essen organisieren kann. Ah, aber meine Hauptbasis, die ist da unten. Wie komme ich da ganz schnell hin? Da muss ich das Wurmloch nehmen. Ja, der Fußweg ist zu lang. Ich zeig die euch mal. Naja, gut, gehen tut's ihm gerade nicht. Moment, wir laufen gerade verkehrt, so wie ich das richtig sehe. Aber ich habe hier einige Sachen abgestellt. Der friert nicht im Winter. Das nehme ich mit für die Farm. Er friert nicht im Winter, ihm wird es nicht zu heiß im Sommer. Aber er kann halt leider immer noch durch Angriffe und sowas sterben. Aber sonst geht es ihm ganz gut. Naja, seine Sanity. Die lässt gerade vielleicht etwas zu wünschen übrig. Naja, wir werden es überleben. Gucken wir mal, was wir zu Hause noch an Fressalien haben. Da ist das Wurmloch. Es müsste mich eigentlich zu dem anderen Loch da unten führen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wurmlöcher. Ja. Nicht sehr gesund, aber sie sind eine super schnelle Methode, um mal irgendwo hinzukommen. Hallo Bienchen. Ich bin wieder da. Ja, meine Basis. Habe ich irgendwo noch Medizin? Da habe ich welche. Tut das gut. Ja. Oh, ich habe eine Menge Zeug. Ich kann mit ihm mal wieder was kochen. Ach, wisst ihr was? Ich glaube, ich spiele das dann eigentlich noch ein bisschen weiter auf dem Stream. Ich muss mal düngen. Macht aber nichts. Ich habe ein bisschen Rot dabei. Ich habe allerdings keine Ahnung mehr, was ich da oben eigentlich machen wollte. Gunpowder dabei. Ich habe keine Ahnung, was ich machen wollte. Ehrlich gesagt. So, jetzt geht's dir besser. Hoffe ich doch. Aber ich erinnere mich noch ganz grob, wo was hinkommt. So. Ich brauche eigentlich gerade gar nicht Harvesten. Ja, dem geht's mega gut hier, wie man sehen kann. Ziemlich gut ausgestattet. Ich wollte eigentlich mal irgendwann vor langer Zeit die ganze Karte, alle Bäume roden und den ganzen Kram da abbauen und später auch mal unter die Erde. Aber dann habe ich dann irgendwann aufgehört. Wie man sehen kann, habe ich hier so angefangen. Da war mal alles Wald. Hier auch. Habe ich alles abgefackelt. Ah ja, da ist ein Froschteich, genau. Habe ich angefangen, an Froschteichen Sachen aufzustellen. Das ist eine Meatbub. Scheiß Viecher. I hate them. Ich hasse sie wie die Pest. Ich könnte mir noch mehr Bienchen organisieren, aber ich habe schon zwei. Zwei Stück reichen. Ach, mir fällt gerade mal so ein. Ich habe zwei Eisboxen. Yep. Kann eigentlich aus der Eisbox Sachen mitnehmen. Haha. Ne, dem verrotten die Sachen in der Eisbox. Dem verrotten die Sachen in der Eisbox. Eigentlich braucht er gar nichts zu essen. Er hat genug.
weiß echt gar nicht mehr, was ich mit ihm machen wollte eigentlich. Hier sind Federn und andere Tierteile drin. Hier sind Spinnennetze drin. Eier und Tentakelteile, Spinneneier. Sachen von Pflanzen. Sachen von Pflanzen 2. Waffen, Utensilien. Nein, du sollst nicht die Vogel hauen, du sollst in die Kiste gucken. Hier, Steine. Steine ist gut, Asche. Bienen. Riedgras könnten wir mal noch mehr gebrauchen, Kollege. Dann könnte man nämlich mehr Medizin herstellen. Ein paar davon habe ich gefunden. Ich habe hier aber leider kein Rain of Giants aktiviert. Also es ist nur das reine Grundspiel. Deswegen kann ich hier zum Beispiel keinen Mushroom Planter machen. Und ich kann die Skelette nicht sehr hämmern. Was auch ein bisschen nervt. Ah ja, hier ist mein Vorrat an Verbrennwaren drin. Oh, hier oben sind meine Schätze. So seltsame Sachen wie ein Gartengnom und sowas. Hier ist mein Gold drin. Ich horte. Ich horte Gold. Nein, ich will auch mal wieder Ark spielen. Mein PC macht das nicht mehr mit. Da rein. Das macht jetzt auch nichts aus, das eine Mal. Sind hier auch Hundezähne drin? Nein. Dann packe ich den mal dazu. Wie viele Wolle? Ja, muss ich die Videos demnächst umbenennen. Spiele ich das Solo jetzt einfach weiter, aber irgendwie habe ich dann doch langsam die Schnauze voll von Shipwrecked. Hier kann es allerdings ein bisschen langweilig werden, weil... Naja. Hier gibt es nicht wirklich... Gefahren. Sagen wir es mal so. Wollen mir hier die Schmetterlinge nicht mal was Neues an Blümchen? Nein. Doch, da ist ein Schmetterling. Okay. Dann werde ich mir ein paar Blümchen für die Sanity finden. So. Aber nur ein paar. Er könnte sich zwar auch wieder ein Blumenkrönchen machen, aber das muss nicht sein. Kollege, wir brauchen eigentlich gerade echt nichts machen. Auf diesem Account. Nein, Account kann man das nicht nennen. Ich weiß noch nicht mal jetzt, welche Jahreszeit als nächstes kommt. Weil ich so lange nicht mehr gespielt habe. Ah. Ich habe echt nur Karotten angebaut. Wie langweilig bin ich denn? Okay. Welche Pfeile habe ich denn da dabei? Die normalen. Einer geht noch. So. Der Speer hält nicht mehr lang. Ersatzwaffe, keine dabei. Macht aber nichts. Schweinedorf. Da wäre noch einer von diesen Bäumen. Ich könnte mehr diese blöden Meatbulbs. Die nerven schon. Aber die tun auch so weh. Ich beschieße die lieber mit Feuerpfeilen. Dann fackeln die kleinen Dinger einmal ab. Und dann kann ich auf die wehrlose Mittelknolle da einhauen. Ja, was Rüstung angeht, ist der eigentlich nicht so dolle ausgestattet. Ich glaube, dem Herrn, den gönnen wir doch auch einmal. Wie hieß das denn? Den Helm. Genau. Hambert. Luxsuit. Marvelsuit wäre ja noch eine Idee. Football Helmet. Genau. Dann
dann hat er da auch noch ein bisschen mehr. War schon ein ordentlichen Bart, mein Lieber. Wo ist denn meine Rese? So. Du brauchst im Winter keinen Bart, also. Gehen wir uns damit einen Teppich weben oder was? Keine Ahnung. Ja, mein Plan wäre eigentlich hier einfach nur weiterzumachen. Blowdarts bräuchte ich mehr. Brandpfeile. Die Brandpfeile waren nicht schlecht. Gegen unseren Clockwork-Kollegen. Wie viele Brandpfeile? Ah, ich habe nur noch zwei. Ich habe nur einen Eisstaff. Ich habe den Firestaff. Der hält aber nicht mehr lange. Hasi, was hast du vor? Bist du an den Karotten da unten mümmeln? Ich warne dich. Ah, ich glaube aber, das Erfrieren im Winter habe ich das doch angelassen. Ich bin mir jetzt echt nicht sicher. Ich habe wirklich echt keine Ahnung mehr, welche Jahreszeiten wann kommen. Ich kann einfach mal Teile für die Darts sammeln. Welche. Es waren auf jeden Fall rote Federn und Holzkohle. Ja gut, Holzkohle ist nicht das Problem. Habe ich noch. Rote Federn sind es dann eher. Ja, komm. Ich glaube, wir machen mal eine Runde. Catch Birds. Birdies. Birdies, Birdies, Birdies. Das wird eine Menge Fleisch geben, sage ich euch. Eine Menge Fleisch. Mit dem ich gerade außer Eier draus machen, glaube ich, nicht viel anfangen kann. Ja, das, die Sachen fangen an zu verrotten. Da ist schon der erste reingeflogen. Ich kann natürlich mehr Eier machen. Mehr Gunpowder. Nitre finde ich ja auch wie bekloppt. Da ich ja auch die Nein, nicht droppen. Da ich auch alle Steine abbaue. Ich baue alles auf der Karte ab. Next drop. Gif. 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 Geben. Geben. So. Und ich mache mir Bacon and Eggs. Das geht auch. Oh ja. Bacon and Eggs. Ist das Lebensmittel, das am längsten hält. Du bist ein dummer Vogel. Aber gut. Dafür ist die Falle da. Dafür habe ich die Falle gedacht. Eggs and Bacon ist die Empfehlung, wenn man unter die Erde gehen will. So. Machen wir doch mal ein paar davon. Warum auch nicht? Da sind aber Meatballs rausgekommen. Bacon and Eggs, habe ich gesagt. Na gut, der Kollege hat nochmal Hunger bekommen. Keine Ahnung, zu welcher Wahrscheinlichkeit es was wird. Nein, nicht droppen. Schön Eier machen.
höher. Es wird gleich dunkel. Oh yeah. Nee, zwei Vögel reichen. Noch mehr Vögel muss jetzt echt nicht sein. Wirklich. Nee, nee. Zwei Vögel sind genug. Ich hätte gerne einen davon. Für unser Feuerchen. Ed Fuel! Boah. Das war knapp. Ist doch die Reihenfolge entscheidend. Nee, oder? Meines Wissens war die. Bin mir jetzt echt nicht sicher. Eine Weile her, wo ich Bacon and Eggs gemacht habe. Gibt immer nur Meatballs. Hä? Rohes Fleisch? Ist das der Unterschied? Eigentlich macht das keinen Unterschied. Feder! Das gibt's doch nicht. Ein letzter Versuch. Nee, das will einfach nicht. Dann kannst du mich mal. So. Dann mache ich nur Eier draus. So. Lass die verrotten für Gunpowder. Hallo? Wieso war das jetzt wieder auf Drop? GIF. Was? Da stand GIF. Geben. Füttern. Fütter den Piepmatz damit. Sind zwar keine Raubvögel, aber... So. Sulli. Ein Haufen Eier. Ich muss mal gucken, was ich sonst hier noch so gelagert habe. Da sind die Bienen, die verderben Gott sei Dank nicht. Und ein paar Hasen für den Notfall im Winter, wenn ich mir Earmuffs machen muss. Feder. Ich wünsche mir Federn und kriege Fleisch. Not nice. Überhaupt nicht. Wenn die verrotten, dann können wir die zusammenpacken. Zwei auf einmal. Och Mensch, die Federn sind so scheiße zu kriegen. Man kriegt die leider hier noch von den Vögeln. Wenn das so weitergeht hier, habe ich falsch. Naja gut, die schleppen immer ein paar Seeds an, aber mir gehen die Seeds dann irgendwann aus. Feder? Nö. Dann hänge ich das Fleisch aber jetzt auf. Mensch. Schade, oder? So. Ich finde es schade, dass es so wenig Musik in dem Spiel gibt. Und die erste Falle ist kaputt. Feder! Yes! Chip, Chip, Chip! Willst du nicht da mal in die andere Falle da reinhüpfen? Nein? Oh cool. Tu mir den Gefallen.
Echt nicht? Oh. Ich gehe auch noch ein Stück weg. Ich guck nicht hin. Na komm, die Falle kriegen wir doch kaputt. Eine bessere Waffe könnte der Kollege auch mal gebrauchen. Falsch. Da. Ja, ich hatte irgendwie letztens schon so ein bisschen mein Ärger mit den Clockworks. Ich wollte irgendwas von denen, aber ich weiß nicht mehr was. Ach, die bewachen das eine Ding. Da war was. Hehe. Die bewachen das eine Ding, genau. Ich wollte all die Things eigentlich einsammeln. Und die zusammenbauen. Damit kann man doch irgendwas freischalten. Da war irgendwas. Zweimal kann die Falle noch. Oder sogar ein drittes Mal? Wieder. Geh in die Falle. Also verhungern tut der Typ hier auf jeden Fall nicht. Also ein Don't Starve ist es nicht mehr. Es ist eher ein Don't Get Killed. Feder, ja. Komm, einmal geh die Falle noch. Frische. Ansonsten Riedgras. Da habe ich auch schon mal ein bisschen, zumindest versucht anzufangen. Hier standen mal mehr Bäume. Da wollte ich all diese dornigen Bäume hier aus dem Sumpf entfernen, was aber gar nicht so einfach ist durch die ganzen Tentakel, die einen dann mal angreifen. Das war jetzt aber das letzte Mal. Ja. Yes, Federn. Sehr schön. Jetzt habe ich mehr Federn. Sehr gut. Eigentlich nur noch die Kohle und noch mehr Riedgras. Das Ried habe ich hier, wovon ich allerdings nicht ganz so viel habe, leider. Weil man immer warten muss, bis es nachgewachsen ist. Das nervt so ein bisschen. Ja. Aber ja. Davon nehmen wir was mit. Das müsste ich auch dann mal verfüttern. Milch, nach Milch. Honig habe ich noch. Milch gibt es hier nicht. Ja, it's getting dark soon. I know. Holm, dann schmeißen wir jetzt mal einen hiervon ins Feuer. Und zack. Die halten am längsten. Brennt gut. Gunpowder. Ach, hier hatte ich ja auch noch welche. Hätte ich eigentlich gar nicht von den beiden da oben nehmen müssen. Es ist echt lange her, wo ich an diesem Spiel saß. Was sagt der? Es wird wolkig. Ja, wolkig ist ja noch nicht so schlimm. Ja, lange hält das nicht mehr, was wir dabei haben. Egal. Spinnenjagd, würde ich mal sagen. Dieses eine Nest hier, das lassen wir aber in Ruhe. Das ist mein, fühlt sich immer wieder nach Nest. Es geht mir eher darum, dass nicht noch woanders auf der Karte noch mehr Spinnen sind. Ach ja, hier ist dieser Papagei, der will doch irgendwas von einem. Wo führte das Wurmloch hin? Habe ich das schon mal ausprobiert? Ach, die zwei sind, glaube ich, verbunden. Und das ist mit dem da unten verbunden, genau. Hier ist ja auch noch mal eins. Ah, jetzt bin ich verwirrt.
Ich weiß nur bei einem Wurm noch sicher, wie es verläuft. Ich bräuchte noch eine Ersatzspeer für Trix. Ja, ich brauche eine Ersatzwaffe für Trix. Weil der hält nicht mehr lange. Zack. Rüstung hält auch nicht mehr lange. Erstmal mit ein bisschen Holz. Ich glaube, da hatten wir was über. So. Ja. Eins. Zwei. Gut, wir haben ja jetzt auch den Football Hill mit. Der wird uns ein bisschen aushelfen. Ja, ist ja gut. Ich gehe ja schon. Bin schon weg. Aber meine Basis gefällt mir. Schön ausgestattet. Darf nur kein großes Monster vorbeikommen. Dann ist das alles kaputt. Ist mir mit Freunden im Multiplayer passiert. Da das in dir, glaubst du, die gesamte Basis ist erlegt. Das schon gegraben. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich möchte jetzt keine Sanity verlieren, weil ich da jetzt buddel. Oh, was ist denn da verrottet? Hello! Hello, Spice. Schauen wir uns für ein Nest. Ja, kommt. Ein bisschen weiter weg. So. Dankeschön. Die sind beide sehr groß. Die sind beide sehr, sehr groß. Zu früh schon wieder an ihm dran. Aber wir halten es sehr gut aus von den HP. Oh, jetzt ist aus beiden gleichzeitig der. Oh, du Scheiße. Okay, ich bin weg. I'm out. Ich warte ab, bis die sich niedergelassen haben. Nope. Nicht mit mir. Eieieiei. Die haben sich wieder nur. Ja, der kommt hier an und prügelt. Ja, genau. Da habe ich noch welche. Oh, da steht einfach mal so eine Schweinehütte damit rum. Na, das ist aber keine gute Idee, liebes Frau Schwein, Herr Schwein. Keine Ahnung. Auch schon Stufe 3. Und der kommt auch eine Madame rausgekrabbelt. Es gibt's so nicht. What? Ich hab die echt zu lange ruhen lassen. Sag mir jetzt nicht, aus dem hier drüben kommt auch noch eine Spider Queen. Nee, das ist nur klein. Ich noch ganz klein. Ich wollte eigentlich erst ein Stück weg. Oh, ein Speer. So. Mein Speer hat das nicht genug gemacht. Du bleibst mal hier, Rucksack. Passt mal. Ja, jetzt hör auf, da deine Kiddies da rauszufurzen. Und geh mal von dem kleinen Ding mal weg. Lass dich mal irgendwo nieder, meine Dicke. Die Kleine macht voll Angst vor ihr Hand. Toll.
Mission Spinnennester zerlegen. Vertagt. Auf später. Ja, wunderbar. Nein, ich werde so einen Käse wegen Wortmut nicht aktivieren. Irgendwo muss das Spiel eine Herausforderung bleiben. Wenn sie noch ein Stück da weggeht mit ihrem dicken Hintern, müsste ich da dran kommen. Sehr gut. Bist du die Letzte? Scheinbar. Die greift das Haus an. Okay. Hat sie es jetzt zerstört? Nee, gell? Nee, sie hat es mal angeknabbert. Wie sie da in einer Reihe stehen und Schüsse haben da vor der Mama. Yo, Kiddies. Juhu. Kommt dann die Mama auch? Ach komm, hau drauf. Wieder mit ihnen. Nee, die brauchen wir nicht. Da kackt er schon wieder. Zwerg aus. Ach Gott. Zumindest nimmt sie langsam mal Abstand hier. Los. You will be dark soon. Ja, ist gut. Mein Camp ist da unten. Da gehe ich wieder hin. Oder bleib. Ach komm, wir bleiben hier. Wir haben eine Fackel. Wir haben eine Fackel. Macht doch nichts. Wir kommen klar. Ich halte einmal noch mal kurz an. Ich brauche was zu trinken. Don't thirst for Griffy. So, damit er uns nicht stirbt, während wir da was zu trinken holen. Ah, Sanity Drop. Gut, das können wir uns immer mal wieder mit Blümchen pflücken wieder reinholen. Vollmond. So hell sieht das aber gar nicht aus mit Vollmond. Spider-Glanz haben wir. Da kann man wieder Medizin mitmachen. Ist immer gut. Wenn man dann irgendwo nämlich kämpfen will, sollte man einen Haufen Medizin dabei haben. Okay, bei Spinnen. Bei Spinnen jetzt vielleicht nicht, aber... Ach, jetzt dackelt sie wieder da direkt um das Ding rum. Die gönnen uns nichts. Mal Blümchen pflocken. Wie sieht's hier aus? Da ist die eine. Da oben ist die andere. Nee, die sind auch zu nah dran. Ich muss warten, bis die sich niederlassen. Hat keinen Sinn. Hat keinen Sinn.
Dann gehen wir halt mal nach den Froschfallen und sowas gucken. Und Blümchen pflücken. Solange die Schmetterlinge nicht killen und die Schmetterlinge weiter Blümchen spawnen können, ist okay. Das ist das Walrus Camp. Wie sieht's aus, wenn ich mich mit einem Schweinchen anlegen will? Wo bist du überhaupt? Ach, da. Ich hab ja jetzt ein bisschen mehr Defensive durch den Helm. Ha! Hat doch ganz gut geklappt. Ich habe keinen Hammer dabei, um die Hütte zu zerhammern. Nein! Ich habe auch keine Sachen dafür dabei. Aber ich habe ein Stückchen Schinken. Yum, 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 yum. Oh, Blümchen. Hä? Wilde Karotten? Habe ich was übersehen? Sollte eigentlich nicht. Ich klaue euch das mal. Ach, da habe ich ja auch noch mal welche. Dann kann ich doch mal da drüben gucken, wie es da aussieht mit Spinnenmöbeln. Ja, krank. Ah ja, hier habe ich den Wald abgefackelt. Yep. Für Holzkohle. Genau, Holzkohle für... Du sollst dir nicht den Baum angucken, du sollst das Verrottete da einsammeln. Die Holzkohle für die Brandpfeile. Wehe, da entsteht jetzt auch eine Big Mama. Ah, warte mal, ich sollte meine Ersatz... Oh, auch schon Stufe 3. Ja, komm, 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 komm. Au. Hoffen wir mal, dass da jetzt nicht auch die Mamis rauskommen. Tot, 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 tot. Aha. Immer mit den Spider-Glans. Ah, noch eine Welle. Hopp. Zwei, drei. Eins, zwei, drei. Und tot. Und so wie das gewackelt hat, waren das schon die letzten. Geh kaputt. Euch bin ich noch gar nicht groß in diesem Gebiet drin gewesen. Wow! Lauf, 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 lauf. Nein, nicht F. Hahaha, das war der falsche Knopf. Wow, okay, die hat mich jetzt im Visier. Och Mann! In dem Moment. Ja, die verfolgt mich jetzt. Ach, blöde. Ich hab heute echt kein Glück mit den scheiß Spinnen, das gibt's doch nicht. Hat sie jetzt keinen Bock mehr? Hat sie es aufgegeben? Nee, ich glaube nicht. Weil das eine Nest. Ist kaputt. Ja. Aber. Ne, die verfolgt mich jetzt. Oh nein. Sie hat eine Melone ausgeschissen. Nicht die Melonenviecher. Nicht die Melonenspinnen. So, aua.
gibt's doch nicht. So ein Kackviech. Aber ich habe einen Ham. Brauche ich ein oder zwei für so ein Ham-Bett? Kann ich hier nicht nachgucken, gell? Ich bring den mal nach Hause, den Ham. Oh, der ist noch rot. Und guck noch mal nach, weil eine bessere Waffe könnte der Kollege schon gebrauchen. Oh, Vorsicht, Sally. Ja, das ist ein Ding, das sollte man nicht ständig tun. Da gebe ich dir recht. Not a sane thing to do. Yep. Carrot. Und Seed. Jetzt gucken wir erst einmal. Hambat. Zwei brauche ich. Ah, und noch meine Pigskin. Nee. Ein Weilchen hält der noch. Ich glaube, das verfüttern wir mal. Ja, es wird bald dunkel. Ich kann aber, denke ich, noch das Jerky absammeln. Ja, kann ich. Und wieder Fleisch aufhängen. Ihr bekommt gleich was Leckeres zu essen, aber erst wenn der neue Tag angebrochen ist. Erstmal, es wird dunkel. Ich brauche mir eigentlich kein Dings mehr machen. Blumenkrönchen, genau. Für bessere Sanity. Nee. So. So. Ich glaube, das... Nein, nicht das. Ja, das ging auch. Ja. Sehr schön. Verrotten oder nicht? Oh, da ist noch eins, das verrottet gleich. Das da. Zack. Ah, ein Teil. Nee, komm, die lassen wir verrotten. Es dauert sonst echt ewig, bis man an Rotten Eggs kommt. Weil man sonst nur die Möglichkeit hat, eben im Winter über die Pangles dran zu kommen. Huch, das war ein Gras zu viel, das wollte ich eigentlich gar nicht. Da, Spinnweben. Zack. Fleisch habe ich aufgehängt. Oh, das habe ich gerade gesehen da oben. Bleib mir bloß fort. Ja, ja, du da. Ich glaube, der kann mal... Was halten gut Sanity? Süße Sachen. Ich mache mir eine Fistful of Jam. Ein paar Berries. Ja, das ist eine gute Idee. Es waren sehr süße Sachen. Huch, aber... Es war keine Berry. Komm da! Meine Berries! Stupid Bird. Dankeschön! Leider Vogel. Hatte ich nicht gerade noch irgendwas? Ah ja, genau. Düngen.
Fistful of Gem. Es gab irgendeine Süßigkeit. Irgendwas mit Honig war das. Irgendwas mit Honig. Oh ja, ich probiere das mal aus. Ein Honig und ein bisschen Berries. Weil mein... Nee, so wollte ich das nicht. Ach, welcher Knopf war das fürs Halbieren? Nein, der war es nicht. Ich weiß es nicht mehr. Komm auch erstmal da rein. Ja, du brauchst irgendwas für Sanity. Ich weiß. Wir probieren das mal aus, ob das irgendwas macht. Und damit machen wir mal 4 Berries. Das müsste sicher Fistful of Gem geben. Naja, das gibt auch Fistful of Gem. Hm. Es ist niemals 4-mal Honig. Wir haben jetzt 102. Jetzt haben wir 107. Wenn ich so eins esse, beides 5. Ich müsste das genaue Rezept wohl doch nochmal nachschauen. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Naja, schadet nicht. Fistful of Gem dabei. Halt, da ist die Kiste. Das müssen wir nicht mitschleppen. Irgendwas Verrottetes in der Tasche rumschleppen. Ich glaube, das ist ein bisschen eklig. Das ist ein bisschen arg eklig. So. Gehen wir weiter auf Spinnenjagd? Oder gehen wir mal... Wie weit ist es von da bis zum Sumpf? Jetzt habe ich vergessen, wo das... Da oben ist das Loch. Ah, wäre... Nee, der Fußweg ist, glaube ich, gleich die bessere Idee. Organisieren wir Riedgras für Medizin und Pfeile. Den Wald da oben, den ich abgefackelt habe, da zerhauen, das muss ich eigentlich echt noch nicht. Wie sieht's bei euch aus? Drei Stufen. Dann muss ich doch mal ein bisschen abräumen. Ja, ja, kommt mal ein bisschen weg von eurem Nest. Dass es da nicht bald auch wieder eine Queen gibt. Müssen wir euch mal leer räumen. Beide gleichzeitig. So. Haben die beide gleichzeitig angegriffen. Das war nicht nett. Zack, zack, zack. Dafür hebt man sich Spinnennest auf. Nein! Das Spiel hasst mich. So many Queens. Das gibt's doch nicht. Heute ist Tag der Spinnenkönigin. Mann. Zu viele Spinnen, zu viele Spinnen. Viel zu viele. Ja, es wird schon wieder dunkel. Das zumachen und nicht dir das Feuer anschauen.
Sagt mal, wer von euch da draußen scheucht mir jetzt gerade die ganzen Spinnköniginnen auf den Hals? Das ist ja furchtbar. Ich will eigentlich jetzt nicht mal Firestuff dran verschwenden. Oh, aber mir fällt so mal ein. Open Chat. Ich hab noch einen Hammer. Ha! Ich hab noch einen Hammer. Ich hab noch einen Hammer. Ich will irgendwie das Nitro loswerden, aber ich habe keine Kiste, in der ich Nitro aufbewahre. Habe ich das Gefühl. Nein, nicht wirklich. Dann behalten wir es so. Jetzt guckt noch die Fette da, Olle. Die Olle Fette da draußen rum. Wo ist sie, die Olle Fette? Da ist sie, die Olle Fette. Normale Blow Darts sind leider nicht so der Bringer. Na. Die wird irgendwann demnächst auch irgendwo dein neues Nest machen. Duriere ich einfach. Ich gehe Riedgras sammeln für Pfeile. So. Blümchen. Ich könnte mal irgendwo eine hübsche Blumenwiese anlegen, an der dann immer wieder die Schmetterlinge nachspawnen können. Wäre eigentlich mal so eine Idee. Dem Berrybusch ist hier geht's noch gut. Sehr gut. Touchstone. Falls was passiert. Eigentlich will ich die Touchstones ja gar nicht kaputt machen. Deswegen habe ich mit dem Trick da immer. Was habe ich denn da gerade gehört? Ich glaube, ich hatte einmal so ein, wie ist der? Koalefant. Hallöchen. Nö, ich tu dir nichts. Ist okay. Wander du da ruhig weiter. Da sind wieder suspicious looking dirt pile. Aha. Könnte allerdings gefährlich werden. Es kommt ja nicht immer ein Koalefant raus, habe ich gehört. Ach komm. Ja, ein Tier. Alle? Glaube ich. Ja. Gucken wir mal. Ansonsten muss ich ganz schnell meine Rüstung wechseln. Wohin gucken die Füße da lang? In der Sumpf. Da oben. Nee, der Sumpf ist erst da. Ich hoffe, es ist wieder ein Koalefant. Wo ist der nächste? Ach, hier bist du. Ja, von irgendeinem Tier. Aber von welchem? Ich hoffe, ein Koalefant. Spiele speichert. Speichern wir zu Ende, danke. Da. Ach, der Baum ist weg. Wohin zeigen die Fußspuren? Darüber. Immer noch nicht vorbei. Na, es fängt an zu regnen. Okay, ist aber jetzt nicht schlimm. All nass wird der Herr nicht. Oh Mensch.
Habe ich falsch gedeutet? Ja. Ja. Hier runter. Hier irgendwo. Oder endet die Spur da? Ich hab nicht. Nee, nee, die endet noch gar nicht. Wo ist der nächste Dreckhaufen? Nach dem Loch? Hä? Aha! Zeig deine Zehen, Dala. Oh, der Herr hat Hunger. Aha. Gott, geht die Spur lang. Das gibt's doch nicht. Ja gut, den Sanity Drop im Regen habe ich immer noch. Das nehme ich immer gerne mit. Irgendwas verreckt und dann da verrottet. Boah, das gibt's doch nicht. Bestimmt halt der Zufall, wie lange das weitergeht. Ich habe was gehört. Es klang aber eher wie so ein Getröte. Bist du jetzt der Nächste? Ja. Oh, ist okay. Ich tue dir nichts. Noch nicht. Jetzt laufen schon zwei auf der Karte rum. Hat aber lange gedauert, dich zu finden, Kollege. Mensch. Welches Camp ist denn jetzt das nächste für mich? Ah, ich glaube, es kommt ungefähr aufs gleiche raus. Pilz. Pilz buddel ich mal aus. Dann mache ich am nächsten Lager dann was zu essen mit. Manche Sachen scheinen doch nachzuwachsen. Oder ich habe die echt mal übersehen. Ich weiß es nicht. Da ist der Weg. Sehr gut. Hier muss es gleich irgendwo sein, mein eines Lager. Da sind die Bäume. Noch ein Stück. Ja, nicht den verkugelten Baum angucken. Das waren wir. I hate it. Der ist so eine Meatball. Probieren wir das auch mal. Was habe ich in der Kiste noch da gelassen? Ah ja, da war auch schon mal eine. Allerdings habe ich nicht genug zu futtern. Und meine Waffe hält auch nicht mehr lange. Ein neuer Speer. Speer braucht ein Seil, damit wir das Steinchen an die Spitze vom Stock binden können. So. Hier irgendwo, wenn ich mich nicht irre, müsste auch noch eine Dingenskirchen Tree Guard irgendwo rumlaufen. Wie geht's den Schweinen hier? Fällt mir gerade mal so ein. Hallo Schweinekönig. Er stinkt. Yay. Das Schwein schläft. Womit prügelt ihr euch? Ach ja, da hinten ist er. Das habe ich gemeint. Ich glaube, wir können dem gerade einfach zuschauen, wie die Schweine töten.
Kommen wir an unser Zeug für die Hampad. Der killt die Schweine. Ja. Der tötet mir die Schweine. Warum nicht? Oh, Pigskin, danke. Ey, die gehen ja auch auf den los. Dabei läuft er hier nur ganz friedlich rum. Oh, scheiße. Das Schwein ist tot. Geh mal weg davon, dem Schinken. Den hätte ich gerne. Der droppt aber mir ordentlich Sanity. Naja, gut dafür. Ja, es fängt an zu rotten, ich weiß. Dafür haben wir aber gut Schweineschinken und sowas. Sehr gut. Ich glaube, das Schwein geht jetzt auf den los. Verteidigt sein König. Nee, doch nicht. Eckhoppler! Jetzt geht das Schwein auf los. Und tschüss. Schweinchen, komm, ich halte dir kurz auf. Jetzt ist abgelenkt. Jetzt tötet er wieder Schweine. Und jetzt ist er auch nicht mehr böse auf mich. Dankeschön. Den habe ich getriggert, indem ich hier Bäume abgehackt habe. Das fand er nicht so witzig, der Kollege. Jetzt kann ich aber weitergehen bis zum nächsten Lager. Uiuiui. Im Sumpfi-Sumpf, genau. Ich habe da einen Sumpf, aber da war nicht so viel. Allerdings sind da noch Mermen-Hütten. Die Mermen muss ich ausrotten. Ja, und diese blöden Meatbulbs. Komm ich? Ist die Frage, reicht die Distanz? Ja. Ha! Drei Pfeile. Wie, ihr habt sonst nichts eingesammelt? So langweilig. Ich dachte, ihr habt schon mal ein paar Vögel fressen oder so und lasst mir da gleich den Loot fallen. Nee, das ist die Buchen. Kann nicht. Geh ich halt jetzt in den Sumpf. Geh da mal ein, zwei Tage kurz durch. Sammel wieder Riedgras. Mir gefallen allerdings diese Geräusche nicht. Der Sanity Drop. Leider sieht man die. Nee, die Nummer, die Blümchen sieht man leider nicht auf dem Ding. Er könnte eigentlich mal noch ein paar Blümchen gebrauchen. Das. Na gut. Ja, ja, da sind sie schon wieder, die Tentakel. Ich sehe euch doch. Man sollte natürlich auch Platz haben für das, was man einsammeln will. Die Dinger gibt's auch noch. Schade um den Fisch, der da verrottet ist. Hier gab's noch Goldsteine. Hier gab's noch Goldsteine.
Aber wegen der scheiß Tentakel traut man sich natürlich nicht, hier irgendwo stehen zu bleiben. Der Merman hat auch ordentlich mit den Tentakeln sich geprügelt. Ist okay, Tentakel. Bleib du ruhig unter der Oberfläche. Ich möchte nichts von dir. Oh, schnell weg. Riedgras, Riedgras. Da. Da ist mein Lager, sehr gut. Ich habe ja auch noch ein paar Sachen gelernt, seit ich da im Shipwreck gespielt habe. Also sind ein paar Sachen, die kann ich jetzt natürlich auch nutzen. Hasis, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, sich hier aufzuhalten. Hier ist ja ein ganzes Rudel von euch. Ach du meine Güte. Ihr seid vom Grasgebiet da drüben hergekommen, ne? Machen wir uns mal noch was zu essen. Kannst du essen? Da ist das Feuer, okay. So, einmal Fuel. Und ein bisschen was zu essen. Kochen. Pilz. Und von den Berry Bushes hier. Der rottet. Der welkt. So. Das ist nicht so gut. Ich habe nicht mehr genug. Ach, das war ein Hase. Ich dachte gerade, liegt da ein Schädel. Nee, das war ein Hase. Einen Ham können wir wohl entbehren. Zack. Die Berries kochen wir. So. Ach, immer dieses Fliegengebäume hier. Komm schon, werd fertig. Unterwegs. Dass ich möglichst schnell aus dem Sumpf wieder rauskomme, nachdem ich abgesammelt habe. Nicht ganz so gut mit den ganzen Tentakeln. Ich werde jetzt auch nicht punktgenau jedes Riedgras hier mitnehmen, aber so das meiste. Nee, das ist das falsche Gras. Das da suche ich. Von dem anderen habe ich zu Hause genug. Mal. Ich bin dran vorbeigelaufen. Da sind sie alle. Ich bin so blöd. Nicht den Merman ärgern. Auf den habe ich es nicht abgesehen. Einfach nur möglichst viel Ried mitnehmen. Liebe Flowers. Okay, da haben wir so eine Spur. Grünzeug. Creepy Swamp Noises. Da ist ein Tentakel. Ich sehe dich schon. Lässt du mich das pflücken? Braver Tentakel. Ich hab gerade schon braver Tentakel gesagt. Also echt.
Schnell weiter. Red. Ja, ich glaube, das langt. Ach, da liegen ja auch noch Knochen später. Vier Houndstooth. Die kann man gar nicht mitnehmen. Ich dachte, das wäre so ein Stapel Splitter. Ne, man kann im normalen Dirt Stuff keine Knochen zerhämmern. Da wächst nicht genug Reed, da will ich gar nicht hin. Höhle, Höhle, Höhle. Wie viel Tageslicht haben wir noch? Ach, damit kommen wir bis zum Steingebiet. Vor allem, wenn wir dem Weg folgen. Oder auch nicht. Muss da lang. Wenn uns unterwegs noch ein paar Blümchen begegnen möchten, wären wir sehr dankbar. Nein, keine Blümchen. Doch, da war ein Blümchen. Jetzt laufe ich nicht mehr zurück. Der nächste Weg hier. So. Der führt allerdings so ganz bedeppert darum. Egal. Er ist schnell. Ah, der Friedhof. Einmal schnell durch. Nicht so lange dort aufhalten. Meatball. So. Die breiten sich überall aus. Das gibt's doch nicht. Blöde Dinger. Und ich brauche langsam echt eine Schmetterlingswiese. Das gibt's doch nicht. Oder irgendeine andere Möglichkeit, Sanity wieder hochzubekommen. Blümchen! Ach, das können wir nicht mal mitnehmen. Dann nicht. Hier ist auf jeden Fall ein Schmetterling. Evil Flower, normale Flower. Ich muss mir eine Blumenwiese anlegen. Wo bin ich denn hier an dem kleinen Ding? Okay, merke ich mir mal, dass da ein Schmetterling ist. Ich habe zwar bei meinem Bienchen habe ich Blumen, aber die spawnen gar nicht so viel Schmetterlinge. Vielleicht gefällt ihnen der Untergrund auch nicht. Keine Ahnung. Nee, ist doch auch hellgrün da oben. Hm. Da ist noch eine Blume. Ah, schon besser. Alternativ kann er auch mal eine Runde schlafen gehen. Ups. Oh, fällt mir was ein. Ja, ich glaube, ich schicke den echt mal schlafen. Nehmen wir die Froschschenkel mit. So. Du gehst mal eine Runde pennen, mein Freund. Lass mal gucken. Also für eine Strohmatte habe ich auf jeden Fall Zeugs. Wo ist die Spider Queen jetzt unterwegs? Das war ich, glaube ich, sogar, der da gestorben ist. Nee. Ah, nee, ich glaube, das stand schon da. Direkt an meiner Mauer, das war ich. Irgendwo. Nee, das war ich alles nicht. Hm. Egal. Hell. So. Hasi-Basi. Ja, es wird dunkel. Ist okay.
Wir müssen jetzt erst einmal für Licht sorgen. Dann, was brauche ich noch mal für was? Hemden. Zwei Hemden. Okay, zwei und Ding. Ich habe zwar jetzt auch einen neuen Speer, aber... Bam! Hier kommt das Regras hin. So, für später. Zack. Was können wir noch machen? Neue Rezepte. Keine Ahnung. Sewing Kit. Ach so. Ich wollte in Magic mal gucken. Cooked Meat. Resurrect yourself via the power of meat. Das ist natürlich eine Überlegung wert, das Ding zu bauen. Zusätzlich zu den Touchstones. Ich brauche 4-mal Cooked Meat. Kriege ich das hier raus? Sehr gut. Noch, das ist was Eigenes. Damit kriege ich Drumsticks raus. Bringt mir auch nichts. Mir fehlt noch ein so ein Ding. Ich muss noch einmal zu den Schweinen. Ich brauche den Frosch da eigentlich gar nicht da rein tun. Es gibt ja trotzdem Meatballs. Haha. Na, was machst du für Sachen? So. Ja, dann wollen wir was Sachen kochen müssen. Erst einmal, damit es wieder haltbarer wird. Das oder halt Eier machen. Den kann ich am Schluss auch noch essen. Oder was? Das finde ich doof. Dass der. Ah, der ist grün, das heißt, er verdirbt. Aber ich kann ihn nicht kühlen. Ist das fies? Nein, nicht droppen. Eier draus machen. Jerky hält zwar sehr lange, aber Eier halten länger als Jerky, glaube ich. Nicht droppen.
aber wohl wieder Sachen einlagern. Halt, erst mal das. Den Rest kann man erst mal lassen. So, frisch. Das muss aufgehängt werden. Damit kochen wir jetzt noch ein bisschen. Oder auch nicht, weil wir den Platz nicht haben. Moment. Aha. Hundezähne, halt. Hundezähne. Weg damit. Jetzt können wir kochen. Ist gut, Feuerchen. Was jetzt rauskommt. Ach, die letzten beiden Karotten. Darf ich nicht vergessen. Aufhängen, 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 aufhängen. Aufhängen, aufhängen. Den Berries und den Karotten dürfte eigentlich nichts passieren. Ja. Jetzt habe ich aber die eine Karotte jetzt gepflückt. Jetzt kann er auch. Ah, die verbessern eigentlich allgemein die Haltbarkeit wieder. Also warum nicht? Echsenbacon. Yes. Immer das jetzt gerade funktioniert hat. Es hat funktioniert. Nein, Quatsch. Pack dich mal kurz weg. Dann habe ich das Monster mit. Und dann habe ich die Eier rein. Jetzt so rum oder was? Ja, komm, einmal die neuen Karotten aussehen. Oh. Warum seid ihr so grau? Wird es bald wieder Winter? Ich muss mal auf mein Thermometer gucken. Das sieht nach Eis aus. Eisanzeichen. Dunkel. Ja, es hat geklappt. Endlich. Echsenbacon. Meat. Meat. Monster Meat. Eggs. Das Monster Meat darf kein Jerky sein. Kann das sein? Davon nehmen wir die Hälfte mit. Es kann natürlich sein, dass es kein Jerky sein darf. Will er nicht. Er hat nur gekocht oder als Jerky. So, jetzt. Schön. Da kommt der Rest der Eier in die Kiste. Das hebe ich mir für später noch ein bisschen auf. Die müssten auch wieder weg. Vier Stück habe ich noch. Oh, da müssen wir bald mal nachproduzieren.
Dieser Belag auf meinen Feldern gefällt mir nicht. Macht der Hambat genug Schaden, um damit vielleicht das Spider-Man zu töten? Ich glaube, das probiere ich jetzt aus. Ich trau mich was. Ich trau mich was. Ich trau mich was. Ich habe zu viele Speere. Ein Ersatzspeer reicht. Spider Queen. Sie ist langsam, ja, aber sie ist unheimlich groß. Naja gut, sie ist schon weg. Sie hat doch schon wieder ein Nest gemacht. Jetzt dachte ich mir, ich trau mich mal. Traue ich mich an den anderen Spider-Queens. Gehe ich da hoch in das andere Lager, dann höre ich auf. Dann höre ich auf zu zocken für heute. Essen habe ich. Notfalls kriege ich da oben noch welches. Ich nehme noch welches mit. Dann kann der nämlich mal auf einer Strohmatte schlafen, ohne Probleme. Ja, was heißt eigentlich? Hitze. Aber sonnig, okay. Sieht eigentlich gut aus. Der nimmt jetzt mal ein bisschen mehr zu essen mit. Und wird da oben einfach für seine Sanity mal auf der Strohmatte schlafen. So. Der Hambat, der vergammelt zwar, aber der hat keine Durability wie der Speer. Ja, das. Irgendwie will ich es doch noch kurz ausprobieren. Wo ist denn eine von denen? Also die Babys waren ja jetzt gerade ganz schnell erledigt. Big Mama? Also sagt jetzt nicht, ihr habt euch auch schon. Na, nicht so nah beieinander. Also, das ist mir dann ein bisschen zu viel auf einmal. Ein bisschen zu nah beieinander. Ja gut, gucken wir mal nach einer von den anderen. Ich höre sie. Da. Ja, das war beabsichtigt. Schweinchen hilft mir, warum auch nicht? Eigentlich wollte ich noch die Rüstung anziehen. Aber der Helm, der tut auch schon helfen. Oh, der Sanity Drop ist böse. Oh, mein Helm ist kaputt. Quatsch! Es gibt schon nicht. Du feige Sau! Zieht sich aus dem Kampf zurück. Indem sie einfach hier. Es gibt's nicht. Es gibt's nicht. So eine feige Sau. Tja. Drückt sich vor dem Kampf. Ey, Schweinchen. Danke. Für den nächsten Meet. Also ich weiß jetzt echt nicht, ob ich die jetzt getötet hätte oder. Keine Ahnung. Die meiner war mitten im Kampf. Ich habe keine Lust mehr. Ich mache jetzt hier das Nest. Bumm, fertig. So eine dumme Nudel. Echt jetzt. Da wächst leider eine Evil Flower. Ich weiß echt nicht, soll ich? Hi! Maxwell Store.
Nee, auch noch nicht drin gewesen. Trau mich nicht. Soll ich mich trauen? Sagt mir Bescheid. Ich mach dem Herrn jetzt eine Schlafmatte. Ich glaube, ich brauche nur ein Seil dafür. Ja. Seil. Und eine Strollroll zum Schlafen. Es gab, glaube ich, auch ein Zelt. Aber die Rezept, das Rezept habe ich jetzt gar nicht. Zack. Komm, die Nacht noch. Es wird spät, es wird dunkel. Ja, dann schlafen wir eine Runde. Gute Nacht. Dann geht's auch deiner Sanity wieder besser. Sehr schön. Und da kannst du jetzt stehen bleiben. Und da werden wir nächste Woche nochmal Spinnen prügeln. Gut, kein Shipwreck mehr. Aber irgendwie kann ich mich dann doch nicht von Don't Starve trennen. Ihr seht's ja. Don't Starve trennen, ja. Von Don't Starve trennen. Deutsch und Englisch. Mäh. Ich denke mal, ich pack's auch in dieselbe Playlist. Warum auch nicht? Eventuell? Ja, doch, packen wir es in dieselbe Playlist. Dann nennen wir die Playlist halt um. Einmal eine Don't Starve Playlist raus. Und spiele ich das einfach noch ein bisschen. Einfach mal gelegentlich weiter. Als nächstes will ich ein bisschen FTL zu Ende bringen. Morgen gibt's Terraria. Freue mich, wenn ihr dabei seid zum Quatschen. Mir beim Singleplayer Gesellschaft leistet Open End. Bis ich zu müde bin. Oder mein Schatzi vom Brettspielabend wieder da ist. Für heute ist Schluss. Der gute Wilson hat jetzt gerade genug auf die Nase gekriegt. Ich danke für alle, die dabei waren und gern wieder. Wenn ich die Einzige bin, die das auf Deutsch streamt. Gut, das Spiel gibt es nicht auf Deutsch, aber ich labere Deutsch. Seid ihr herzlich eingeladen, mir zuzuschauen. Für heute aber gute Nacht und bis nächstes Mal.